Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Apollo Justice Ace Attorney weiter. Wir sind gerade in der Strafanstalt. Wir statten unserem Mandanten Woki Kitaki einen Besuch ab. Ist eigentlich das erste Mal, dass wir während des Falls mal ein bisschen länger mit ihm reden können. So richtig viele interessante Dinge hat er eigentlich nicht gesagt, aber wir sind uns jetzt mittlerweile eigentlich vollkommen darüber bewusst, dass er absolut verrückt nach Alita ist und dass er ein echter Gangster ist. Yo, ich glaube, das kann man so stehen lassen. So, wir zeigen ihm jetzt noch ein paar Sachen. Mal gucken, ob er irgendwas davon interessant findet. Ja, ist doch egal. Er scheint abgelenkt zu sein. Er hat sich den Beweis nicht mal angesehen. Alita, Mann! Alita! Okay. Was diese Waffen betrifft, die Pistole und das Messer. Sie gehören der Familie. Ich habe sie in jener Nacht rausgeschmuggelt. Der Mörder, den Herr Stickler in jener Nacht gesehen haben will, waren also... Ich glaube, das war ich. Schließlich war ich dort. Wir sind erledigt. Woki? Könnten Sie uns wohl erzählen, was in jener Nacht genau passiert ist? Hä? Du redest nicht lange um den heißen Brei rum, hä? Mir gefällt dein Stil, Kleine. Okay, das scheint so, dass er uns gleich was Neues erzählen will. Das ist sehr gut. So, aber wir zeigen ihm noch ein paar andere Sachen, in der Hoffnung, dass irgendwas passiert. Okay, dass wir die Unterwäsche seiner Mutter haben, findet er nicht so bedenklich offensichtlich. Und ja, Pistole und Messer, genau da erzählt er dasselbe. Na gut. Hoffentlich... Wir dürfen gespannt sein, was er da jetzt irgendwie gleich zu berichten weiß. Aber das ist dann auch wieder so ein Ding, seht ihr? Wenn ich jetzt nicht dazu übergegangen wäre, ihm die Beweise zu präsentieren und ihm die Pistole oder das Messer in dem Fall zu zeigen, dann hätten wir mit Sicherheit jetzt gleich keine zusätzliche Gesprächsoption. Und das wäre dann etwas, was man dann früher oder später ewige 3 Tage suchen würde, weil es dann woanders nicht weitergeht, weil dann ein gewisser Trigger halt nicht umgelegt ist. So. Genau, die Nacht des Verbrechens. Es gibt da übrigens eine Frage, die ich Ihnen schon seit einer Weile stellen will. Und zwar, haben Sie es getan? Haben Sie ihn erschossen? Weiß nicht. Hä? Am Tag jener Untersuchung, als ich von der Kugel in meinem Herzen erfahren habe. Ich habe mir eine Waffe aus dem Familienarsenal geborgt. Dachte mir, ich verabreiche dem Doktor mal etwas von seiner eigenen üblen Medizin. Oh je, mir gefällt gar nicht, worauf das hinausläuft. Aber Sie hatten doch ein Messer bei sich, oder? Ach das. Ja, also, man kann ja niemals vorsichtig genug sein, meine ich. Ich bin also auf dem Weg zur Klinik, okay? Als ich im Park unerwartet auf ihn stoße. Und er zieht den Nudelstand hinter sich her. Moment mal. Sie haben ihn nicht dazu gezwungen? Nun, Sie wissen schon, wie im Film? Wenn Ihnen Ihr Leben etwas bedeutet, bringen Sie den Stand mit. Kleine, du bist ja noch krasser drauf als ich. Das will was heißen. Aber ich habe das ernst gemeint. Die Sache ist die, dass ich mich kaum daran erinnere, was als nächstes passiert ist. Sie erinnern sich nicht? Aber so wie ich das sehe, wenn in jener Nacht niemand sonst dort war, dann habe ich ihn wohl umgelegt. Alles klar, Alter? Klingt jetzt nicht so überzeugend, offen gesagt, aber gut. Okay, weiter geht die Geschichte hier irgendwie nicht. Dann halt nicht. Dann hauen wir wieder ab. Juicy, hast du irgendwas Neues zu... Nö, okay, verändert sich auch nicht. Ich glaube, dass wir einmal mit dir geredet haben. Das reicht dann in dem Moment auch. Jetzt nochmal in die Hickfield-Klinik? Immer noch kein Phoenix. Gut. Der will heute einfach nicht mehr. Der ist jetzt selber mit Dr. Spielchen beschäftigt, so wie es aussieht. Ja, oder mit Krankenschwester Spielchen. Oder mit der gleichen Dinge. Ja, bla bla bla. Keine Ahnung. So, Kitaki-Anwesen. 16. Juni, Kitaki-Anwesen. Guck mal. Die Leute da drüben beim Park. Die wollen wohl einen Blick auf den Tatort erhaschen. Aber... Warum schreien denn die Mädchen so rum? Ich glaube, das eine hat gerade gerufen, oh mein Gott, er ist es. Warte,
Dieses Motorrad. Ah, wenn das mal nicht der Stirni ist. Staatsanwalt Gavin. Ein paar Fans sind mir gefolgt. Pech gehabt. Oh mein Gott! Oh mein Gott, er ist so cool! Darum die Schreie. Das neue Album ist gerade raus, wissen Sie? Winken Sie ihn mal zu. Die fahren voll drauf ab. Oh, er ist so süß! Die sind so aus dem Häuschen. Da spielt's keine Rolle, wer winkt. Das ist so unwirklich. Sie ermitteln hier also? Und ich war auf dem Weg nach Hause. Da hat meine Maschine hier den Geist aufgegeben. Ihre Maschine? Mein Motorrad springt nicht mehr an. Ein verstopfter Auspuff. Zu dumm. Dabei ist es so ein schönes Motorrad. Kaum zu glauben, dass es so einfach kaputt gehen kann. Ach, mein Fehler. Ich glaube, ich habe das falsche Öl benutzt. Autos, Motorräder, ist doch alles dasselbe. Wenn man den Auspuff verstopft, fahren sie nicht. Ach, Maschinen. Sagen Sie mir bitte, dass Sie meine Abneigung teilen, Stirni. Zufällig fahre ich Fahrrad. Ah, jedenfalls muss ich zur Werkstatt. Die zuständige Inspektorin am Tatort war nicht gut auf mich zu sprechen. Die Inspektorin? Sie meinen die im Laborkittel? Ja, sie ist irgendwie schlecht gelaunt. Seien Sie freundlich zu ihr. Auf Wiedersehen, Baby. Oh mein Gott, da fährt er! Na, das sind ja tolle Aussichten. Nun, dann wollen wir mal. Stimmen wir dem Park Apollo? Ich finde, ich habe die Fans sehr liebevoll vertont. Auf eine Art und Weise, die man absolut mögen muss. 16. Juni, Volkspark. Hä? Findest du nicht auch, dass hier irgendetwas anders aussieht? Die blauen Planen sind verschwunden. Vielleicht liegt's daran? Ja, du hast wohl recht. Guck mal da. Die Inspektorin von gestern mit dem weißen Mantel. Sie scheint sich aufrichtig zu entschuldigen. Beim Mülleimer. Sie hat gerade eine Menge Stress. Wahrscheinlich laufen die Ermittlungen im Augenblick nicht so gut. Hey, ihr da. Wenn ihr schon hinter meinem Rücken reden müsst, dann so, dass ich euch nicht höre. Oh, Inspektorin Sky, hallo. Sie wirken wieder mal ganz schön betrübt. Es ist furchtbar. Furchtbar! Meine neue Ausrüstung funktioniert nicht. Und alle vergöttern diesen glimmerösen Fatzke. Glimmerös? Meint sie Staatsanwalt Gavin? Und davon abgesehen, meint sie nicht glamourös? Wenn er sich bewegt, glimmert seine Kette in der Sonne und blendet mich. Das nervt. Apropos Nerven. Es fehlt mir wohl einfach an Talent. Hört sich nach Problemen bei ihren wissenschaftlichen Ermittlungen an. Ob wir ihr da nicht vielleicht irgendwie helfen können? Inspektorin Sky, Sie kennen doch Herrn Wright, oder? Woher kennen Sie meinen Vater? Ich will alles genau wissen. Hä? Also... Er hat mir vor langer Zeit einmal sehr geholfen. Man könnte sogar sagen, dass er mich gerettet hat. Sagte sie nicht irgendetwas über einen Vorfall? Ich kann Uneindeutigkeiten nicht ausstehen, besonders bei Kriminalfällen. Ich ging zur Universität, um wissenschaftlicher Ermittler zu werden. In Europa. Aber jetzt sind Sie Inspektorin? Naja, ich bin bei der wissenschaftlichen Prüfung durchgefallen. Aber wissen Sie, Ränge und Titel sind bedeutungslos. Auf das Herz kommt es an. Das finde ich auch. Und mein Herz gehört der Wissenschaft. Deswegen habe ich mir die Ausrüstung bestellt. Und ich werde sie hier ausprobieren, bevor die Spurensicherung auftaucht. Sicher, dass das in Ordnung ist? Vor allem, warum war die Spurensicherung noch nicht da, wenn das alles aber egal. Gut. Ich mache kein Geheimnis daraus, dass ich diesen Mann nicht besonders mag.
Diese glamourösen Typen konnte ich noch nie ausstehen. Glamourös. Okay. Ein Staatsanwalt sollte mit nüchternem Verstand und gerunzelter Stirn auftreten. Weniger glamourös und mehr seriös, wissen Sie? Nein, weiß ich in der Tat nicht. Naja, also das und das, was vor 7 Jahren passiert ist. Staatsanwalt Gavin war derjenige, der Herrn Wright die Anwaltsmarke abnahm. Was? Ehrlich? Er war das? Das wussten Sie nicht? Ich dachte, Sie wären einer seiner Jungs. Ich bin weder ein Junge noch einer seiner... Aber mal sehen, was sie zu sagen hat. Was genau ist vor 7 Jahren passiert? Die Einzelheiten habe ich nie erfahren. Dann ermitteln Sie. Es ist sowieso besser, wenn Sie es alleine herausfinden. Ja, das ist jetzt natürlich wieder so Anteasern auf ganz besonders tollem und tragischem Niveau. Die Antwort liegt so nah und doch so fern. Dürfte ich fragen, was genau Sie da eigentlich gemacht haben? Als Sie gerade so am Boden gekauert haben? Oh, das interessiert Sie, hä? Naja, ich habe gerade ein neues Spielzeug ausprobiert. Ein Spielzeug? Also kein Polizeiwerkzeug? Was ist es denn? Ich sehe eine Rolle und Klebstoff? Ein Fußabdruck-Analyse-Set. Fußabdrücke? In der Mordnacht hat es geregnet, also müssen hier Fußabdrücke zu finden sein. Oh, lagen hier deswegen die blauen Planen rum? Genau. Der Boden war matschig, deswegen musste ich ihn im Zustand jener Nacht erhalten. Wollt ihr wissen, wer wo genau gestanden hat? Zum Beispiel euer Zeuge, dieser höschenklauende Student? Ah, mit dem Set also? Genau. Was? Wollt ihr das Zeug auch mal ausprobieren? Was? Sind Sie sicher? Ich meine, wir sind doch eigentlich Gegner. Ach Quatsch, ihr seid Freunde. Und ehrlich gesagt bin ich nicht besonders gut in sowas. Bin wohl etwas ungeschickt. Ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Oh, ich kann sowas gut. Ich habe schon mal Zauberhasen aus Pappmaschee gemacht. Fußabdruckanalyse, hä? Soll ich's mal probieren? Ja, warum nicht? Probieren wir's mal aus. Okay, warum nicht? Das ist die richtige Einstellung. Okay, lasst mich erklären. Einen Moment. Sie liest die Anleitung zu ihrer Ausrüstung. Warum nur stimmt mich das nicht gerade zuversichtlich? Als erstes müssen wir den Abdruck auswählen, den wir untersuchen möchten. Ich habe mir die Freiheit genommen, alle Schuhabdrücke im Park zu markieren. Okay, mit welchen Schuhabdrücken wollen wir anfangen? Wenn wir die Aussage des Angeklagten überprüfen wollen, sollten wir hier anfangen. Die Schuhabdrücke warten nur darauf, untersucht zu werden. Oh, das ist so aufregend! Okay, so geht's. Zuerst den Abdruck vollständig mit Gips ausgießen. Versuchen Sie es. Und wie mache ich das? Einfach den Bildschirm an der Stelle berühren, die mit Gips ausgegossen werden soll. Ungefähr so. Das sieht nicht allzu schwierig aus. Wenn der Becher mit Gips leer ist, bevor Sie fertig sind, müssen Sie von vorne anfangen. Lustiges kleines Gameplay-Element. Okay, so, also... Da packen wir hier noch ein bisschen rein und hier noch und hier noch und hier und da. Nicht schlecht. Sie sind geschickter, als Sie aussehen. Was soll denn das nun wieder heißen? Weiter zum nächsten Schritt. Trocknen Sie den Gips, bis er weiß ist. Okay. Einfach den Bildschirm berühren, um den Trockner zu steuern. Den Föhn. Cool. So, ja. Hier, probieren Sie es mal. So, dann föhnen wir jetzt mal hier so ein bisschen rum, bis der schön trocken ist, der ganze Abdruck. Hoppsala, sie hat irgendwas gesagt mit schön getrocknet und bla. Ja, der ist gut geworden. Jetzt kommt die Tinte. Bereit für den nächsten Schritt?
Verteilen Sie die Tinte mit dem Roller dort, wo der Abdruck ist. Den Roller gut festhalten und schön hoch und runter rollen. Machen Sie das so lange, bis Sie einen deutlichen Abdruck haben. Faszinierend. Cool. So, jetzt der Moment, auf den Sie so lange gewartet haben. Wir nehmen den Abdruck. Fertig? Hier kommt er. Platsch. Mal sehen, ob wir eine Übereinstimmung finden. Vergleichen. Mit den Schuhen von Emma Sky eher nicht. Cantillon eher nicht. Wesley eher nicht. Little Plum eher nicht. Woki Kitaki sieht relativ gut aus. Big Wins eher nicht. Palmeraktis eher nicht. Guy Eldun eher nicht. Gut, okay. Wir können uns relativ sicher sein, dass hier ist Woki. Ganz schön viel Aufwand, ne? Irgendwie. Aber, naja. Die Schuhabdrücke gehören also Woki Kitaki. Er war in der Mordnacht im Park. Wow, ich kann fast sehen, wie die Wissenschaft sich vorarbeitet. Ist das nicht toll? Es gibt einfach nichts Schöneres. Immerhin mangelt es dir nicht an Enthusiasmus. Sagen Sie mir einfach Bescheid, wenn Sie noch mehr machen wollen. Sie finden mich hier beim Lösen des Falles. Mit Hilfe der Wissenschaft. Tja, das hat Ihre Stimmung auf jeden Fall gebessert. Gut, okay, dann machen wir einfach mal weiter. Wir haben hier noch zwei. Inspektoren Sky, können wir es nochmal probieren? Na klar. Lassen Sie keinen Abdruck ununtersucht. Jetzt zur Auswahl des Abdrucks, den Sie untersuchen wollen. Ja, dann machen wir jetzt natürlich erstmal die hier. So, das sieht interessant aus. Da packen wir jetzt auch ein bisschen Plörre rein. Jetzt erklärt sie auch nicht mehr so viel. Wir wissen hier jetzt auch Bescheid, wie das Ganze geht. Okay, sieht gut aus. Als nächstes muss der Gips trocknen. So, schön den Föhn betätigen. Ja, ist ganz witzig. Irgendwie ein bisschen Abwechslung oder so, ne? Aber ist jetzt auch nicht... kein mächtig gewaltiges Rätsel oder sowas. Deswegen ist es halt so, eigentlich ist es auf eine gewisse Art und Weise gameplaymäßig total banal. Deswegen fragt man sich, warum sie es überhaupt eingebaut haben, wenn es doch halt relativ begrenzt ist, was man als Spieler hier tatsächlich macht. Es ist halt nett, damit man was zu tun hat oder so, ne? Aber es ist nett. Na gut, egal. Ja, der ist gut geworden. Jetzt kommt die Tinte. So. Blub, blub, blub. So, jetzt der Moment, auf den Sie so lange gewartet haben. Wir nehmen den Abdruck. Fertig? Hier kommt er. Naja, und wenn wir das mal so sehen? Mal sehen, ob wir eine Übereinstimmung finden. Das müsste ja eigentlich zwangsläufig nach allem, was wir wissen, der Schuhabdruck von Wesley Stickler sein. Düpp, 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 düpp. Analyse läuft. Und Bingo! Diese Schuhabdrücke gehören also Wesley Stickler. Das bestätigt seine Aussage vor Gericht. Zumindest seine letzte Version. Jetzt wissen wir, wo der Höschenjäger gestanden hat. Das ist sehr schön. So, aber da war doch noch was. Inspektoren Sky, können wir es nochmal... Jetzt wird es nämlich interessant. Also die Fußabdrücke oder Schuhabdrücke und die Schuhabdrücke, das lässt sich ja noch einigermaßen erklären. Aber was ist das denn hier? Na gut. Wir nehmen einfach mal den Abdruck und gucken mal, was passiert. Okay, sieht gut aus. Als nächstes muss der Gips trocknen. Jo, das bitte wieder... Wunderbare. Das sind auch wieder so Elemente, wo sie einfach nur den Touchscreen irgendwie so ein bisschen einbauen wollten, oder? Okay, nehmen wir den Abdruck raus. Aber gut, das Witzige ist halt, genau diese Elemente oder so ähnliche, die hatte man halt auch im ersten Phoenix Wright-Teil, in genau dem Fall, wo man eben auch mit Emma Sky unterwegs war. Wir hatten ja schon dieses hier Fingerabdruck nehmen und so mit dem Pusten beim DS. Schuhabdrücke hatten wir damals aber nicht, oder?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das hier ist neu. Hm, das ist ein seltsamer Schuhabdruck. Stammt er überhaupt von einem Schuh? Merkwürdig. So glatt. Abgesehen von dem Teil mit dem Blatt. Ich weiß ohne nachzusehen, dass dieser Abdruck mit keinem auf der Liste übereinstimmt. Hm, ein seltsamer Abdruck. Ein seltsamer Abdruck. Dieser Abdruck ist viel zu glatt, um von einem normalen Schuh zu stammen. Aber ein Schuhabdruck ist es, so viel ist sicher. Aber es stellt sich trotzdem die Frage, was der hier macht. Er befindet sich genau neben Elduns Nudelstand. Äußerst merkwürdig. Hey Sie! Ja? Warum sind Sie plötzlich so still? Sie haben nicht zufällig einen Verdacht. Einen möglichen Verursacher dieses mysteriösen Schuhabdrucks? Dieser mysteriöse Schuhabdruck erinnert mich an etwas. Ja, in der Tat, Beweis zeigen. Ich bin sicher, etwas gesehen zu haben, das so einen Abdruck hinterlassen würde. Ich glaube, ich habe hier etwas, das uns helfen kann. Die Pantoffeln. Sie finden endlich Verwendung. Nimm das! Tja, ich glaube, es sind diese Pantoffeln. Pantoffeln? Wie sollten Pantoffeln hierher kommen? Sehen Sie sich die Sohle an, ne? Sie ist komplett voller Farbe, außer... Sehen Sie genau da? Hey, der Fleck ist genau wie ein Blatt geformt. Und wenn ein Blatt an der Sohle klebte, das abging, als der Träger in Farbe trat? Klingt logisch, oder? Moment, da steht etwas. Eigentum der Meraktis-Klinik. Exakt, die Klinik des Opfers. Aber das hieß ja, dass jemand von der Klinik beteiligt war. Warum futtert sie schon wieder? Inspektorin Sky, ich würde Sie gerne um einen Gefallen bitten. Was? Könnten Sie uns Zugang zur Meraktis-Klinik verschaffen? Die Polizei macht Zicken. Sie sagen, die Klinik hätte nichts mit dem Mord zu tun. Und bis wir einen Zusammenhang bewiesen hätten, könnten wir sie nicht betreten. Ich denke, ich kann da etwas für Sie tun, ja. Ehrlich? Naja, Sie haben mir immerhin bei den Schuhabdrücken geholfen. Ich denke, ich sollte den Gefallen erwidern. Vielen Dank, Inspektorin Sky. Hier, zeigen Sie das dem wachhabenden Polizisten. Inspektorin Skys Anordnung zur Gerichtsakte hinzugefügt. Na dann, Meraktis Klinik, hier kommt Justice. Wey! Okay, wir gucken nur ganz kurz in die Gerichtsakte und schauen mal, was das überhaupt ist. Inspektorin Skys Anordnung. Zauberin und Anwalt sei im Namen des Staatsanwalts Zutritt zur Klinik gewährt. Das ist aber nett. So, gucken wir uns das Ganze nochmal kurz an. Mit Brief und Siegel, hoffentlich, denke ich, glaube ich. Steht hier noch irgendwas Tolles? Sie hat ein kleines Herz neben ihrem Namen gemalt. Wie süß. Ist sie nicht ein bisschen alt, um süß zu sein? Apollo, schäm dich. Süß sein ist unvergänglich. Süß sein ist zeitlos. Wie alt eine Frau auch ist, sie trägt immer ein kleines, unschuldiges Mädchen in sich. Ach wirklich? So, so. Das habe ich noch nie jemanden so sagen hören. Wenn ich meinen Namen schreibe, male ich immer einen kleinen Diamanten daneben. Trucy Wright. Siehst du? Echt süß, oder? Ein wenig verwirrend. Man könnte auch denken, dein zweiter Name sei Diamant. Hey, du könntest deinen Namen auch Apollo gleich Justice schreiben. Na, ob das wohl jeder verstehen würde? Wohl eher nicht, aber interessante Idee. Gut, okay, ja. Wir können uns freuen, denn jetzt erhalten wir wahrscheinlich Zugang zur Klinik. Beim nächsten Mal können wir Inspektoren Sky trotzdem nochmal die anderen Sachen kurz zeigen, die wir in unserem Inventar haben, damit wir das auch noch abgefrühstückt haben. Und dann begeben wir uns wohl zur Klinik und mal schauen, was wir da so finden werden. Für den Moment soll es aber erstmal wieder gewesen sein und ich sage tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.